Musik im Hintergrund. Heute kriegt man nicht unbedingt die fetteste, aber nichtsdestotrotz, es geht ab hier. Ja, jetzt haben wir alles nur. Wo geht's denn weiter jetzt? Ich hab doch alles aufgedeckt hier. Ach, da oben links geht's noch weiter. Ah, siehst du? Do you truly believe a door will stand in my way? Ah, sehr schön. Megabeut haben wir nicht gemacht, aber nichtsdestotrotz, wir haben ordentlich EP gepresst hier drin. Cool gemacht auf jeden Fall. So, ich brauche ein paar Achterburgen. Wir müssen ja noch ein bisschen leveln, ne? Wenn wir noch ein bisschen Gas geben. You are not prepared to witness my powers. Headliner-Kapuze. Hehe. So, diesmal wird gleich geguckt, ob noch irgendwo Minen am Rand stehen. Bevor ich wieder komplett zurückrennen darf. Hier haben wir keiner, okay. Oh, eine epische Route haben wir gefunden. Da bin ich mal gespannt. Alter! Da hat ja mal ein paar Beschwerer stehen. Hey. Mal interessant aufgebaut auf jeden Fall, muss man wirklich sagen. Mit den ganzen Knochenspielern. Wow. 800 Kristall haben wir jetzt rausgeholt. Nicht schlecht. Das Leveln dauert halt relativ lang dann auch mit der Zeit. Magische Rüstung. Alles Minus. Kritische Chance, kritischer Schaden, Sprengschuss. Wir haben doch auch Sprengschuss. Ach nee, haben wir gar nicht, siehst du? Okay. Probieren jetzt einfach mal aus. Wenn er nichts taugt, fliegt er nächste Runde gleich wieder raus. Achso, Schütze kann man gar nicht anziehen. Okay. So, ein paar Heilpötte bräuchte ich noch. Wandertier, warte mal. Tränkebrauerei, genau. So. 600 Punkte haben wir denn? Ja. So.
Er stellt dann 1000 her. Ah ja, okay. Level 9. Ah, süß, da können wir auf dem Level, nächsten Level gleich mal noch ein paar neue Sachen ausprobieren. So. Nehmen wir mal die nächste Burg auseinander. Ist mit der Zeit dann doch immer ein bisschen. Ja. Stumpfsinnig will ich nicht sagen, aber. Es zieht sich halt doch ein bisschen alles in dieselbe Richtung irgendwann. Ach, das ist so eine wieder. Ah, Zeit. Macht zwar mega Damage, aber. Sie ist doch mega lahm. Wie du siehst, es dauert ewig, bis der Schuss ankommt. Ja, das war die Waffe, ich erinnere mich. Man hat ja ziemlich viele Fallen eingebaut. Naja, also ich werde wieder auch meinen Gabelblitz umstecken, umspecken, der bringt mir einfach mehr. Habe ich definitiv mehr davon. Geht einfach wesentlich besser. So. 4.500 Lebenskraft haben wir jetzt ergattert. Nicht verkehrt. So. Okay, swappen wir gleich mal wieder, auch wenn es ein Unique-Stab ist. Ich habe leider keine Kiste oder so, wo wir das irgendwie einlagern könnten. So, da trägt man ja nichts. Gesundheitskugelbonus, okay. Kann man eh nicht anziehen. Gabelblitz. Wenn Level 8 da immerhin. Okay. Will auch ungern wegschmeißen. Warte mal, können wir dann nicht irgendwie. Wird repariert. Achso, unsere Burg ist überrannt worden, stimmt ja. Stimmt ja, da war was. Ja, wir sind ja mehrfach angegriffen worden. Deswegen, ja. So, das kostet Gold, das Upgrade, ne? Ah, ne. Ne? Ah, komm mal. Können wir mit Juwelen machen, sehr schön. Ach so. Ich wollte jetzt mal gucken. Gibt's bei dem irgendwas? Gefährten? Calmario. Er macht es, weil er dich liebt. Oh. Okay, Schlossdiele. Ah, okay. Watchdogs. Kostüme. Schade. Gibt's nicht so wirklich was? Ich hab irgendwie eine Kiste oder so. Zur Not müssen wir das wirklich im Inventar lassen dann. Bringt ja dann doch nichts. Okay. Also, gucken wir mal, dass wir Level 9 jetzt noch vollgeballert kriegen. Wir nehmen jetzt einfach alle 8er und 9er Schlösser auseinander, die wir hier finden. 6, 7, 8, 9. Gut. Jetzt haben wir jetzt wieder einen Gabelblitz, dann fällt das Angreifen etwas einfacher aus dann. It is time for you to ride the lightning! Right! Spell! Wir sind zwar wie gesagt etwas langsamer mit den Angriffen, aber wir treffen ja immer gleich mehrere Gegner auf einmal. Ist dann einfach effektiver oder praktischer, sagen wir es mal so. So, hier haben wir keine Mine. Ah ja, guck mal, siehst du, dann haben wir gleich alles erkundet. Sehr schön. So.
so. Mit Level 9 haben wir dann auch gleich nochmal ein bisschen einen stärkeren Stab. Der auch etwas schneller dann fungiert. Holla. Ach, die können auch mehrfach auslösen. Das ist ja gemein. So. Ich will bloß gucken, ob er hier irgendwo eine Mine stehen hat. Hat er nicht. Gut. Muss man ja auch mal wissen, ne? So. Alter, die Verteidiger-Trons sind aber mal mies. Ach, verdammt! 20 Kronen verloren. Weiter geht's. Alter! Dr. Schäfe. Guck mal, was da aushält. Drecksack. Bleib doch mal hier. Sack. Ja, da wir jetzt natürlich uns haben wieder auferstehen lassen, könnte man natürlich jetzt, können wir den 3-Sterne-Bonus nicht holen. So, aber richtig gute Beute. Guckt der das mal an hier. Ja, Zeit ist jetzt egal, fangen wir sowieso nicht. Hätten wir sowieso nicht geschafft. So. Sehr schön. Warum sind die Kisten jetzt gesperrt? Okay. 1275 Erfahrung. War ja mal ordentlich. So, Sprengschuss mit Sicherheit nicht mehr. Ja, da haben wir plus 19 Schaden pro Sekunde, also. Wir können auch noch durch Equipment ein bisschen besser ausbauen. Pete's Taschentuch. Ach, Schütze. Schade. Oh. Ja. Ja, los, jetzt hin hier. Verlieren wir zwar 39 HP, aber mehr Rüstung mehr. Oh ja, die nehmen wir. Sind wir schneller mit dem Angriff etc. So, jetzt können wir mal anfangen, den Level 9 Equip langsam zusammenzukaufen. Handschuhe, physische Rüstung, kritische Chance. Kappe, Mana, Gesundheit, Rüstung. Die holen wir auf jeden Fall. Manschetten, Gesundheit, physische Rüstung, kritische Chance. Sind wir ein bisschen langsamer dann, halten aber auch dementsprechend mehr aus. Oh, die nehmen wir, aber hallo. 8.550 Münzen, verdammt. Probe, okay. Können wir beides tragen? Okay, Probe. Ach, Tatsache. Ah, sehr schön. Versprechensring. Okay. Guck mal, 3200 Münzen für. Ich nehme jetzt aber gerade noch einmal, weil zum EP-Pressen ist die richtig gute Burg. Mal richtig Gas geben. Ich falle pennt, hat er nicht richtig angeschlossen. So, erstmal raus aus den Fallen hier. So. So.
Es war ein bisschen fies, wir wissen jetzt schon, wo alles steht, aber nichtsdestotrotz geht doch etwas besser.